Kapitel 11 Zwischen den Welten. Weit oben in der Ferne, inmitten den Weiten der Lebensenergie, schwebt das eigenartige Portal, welches nun schon seit Jahren die Weiten des Seins zwischen den Weltenbäumen schmückte. Darkrai! Jener Schatten, welcher hinauf in jene Fremde blickte, wandte seine Aufmerksamkeit etwas anderem zu. Dem Wesen, welches ihn gerufen hatte. Tundil, sind die Weltengeister alle versammelt? Soweit wie möglich, ja. Lunala verbleibt weiter an ihrem Weltenbau. Sie erwartet bald die Auserwählten. Hoffen wir, dass diese Erwartungen sich bewahrheiten. Ohne eine Antwort zu erwarten, begab sich der Schatten näher ans Zentrum dieses Ortes. Herum standen sie alle. Die Weltenbäume. Vier von ihnen wirkten schwächlich, krank. Doch einer strotzte vor Kraft und war umgeben von einem eigenartigen Kraftfeld. Regelmäßig versammelten sich hier alle Weltengeister. Abzüglich Omegon, welcher lieber für sich blieb. Die restlichen Weltengeister waren seine Feinde und er der ihrige. Nur manchmal schaute er vorbei, ohne etwas anrichten zu wollen, außer Hohn zu vermitteln. Auch heute versammelten sich die Weltengeister wieder, zusammen mit ihrem treuen Berater Darkrai. Terrus, den die Auserwählten bereits trafen, wartete zusammen mit einem finsteren Drachenwesen, Dreron, Weltengeist der Schatten. Wer Darkrai gerufen hatte, war Tundil, der Weltengeist des Sturmes, jener Weltenbaum, welcher einst Groudon gehört hatte. Also dann, was ist der neueste Stand? Wie steht die Lage? Ist der Plan noch im Gange? Unsere Auserwählten sind aufgebrochen, wie du es vermutlich schon mitbekommen hast. Was genau sie derzeit im Weltenbaum des Lunaren machen, weiß ich natürlich nicht. Du bist ihnen aber schon begegnet, oder, Terrus? Natürlich. Wie sonst würden sie die anderen Weltenbäume erreichen? Dann berichte uns doch. Man könnte meinen, du wärst aufgeregt, nachdem nach Jahrzehnten endlich das Licht der Hoffnung wieder erstrahlt. Ja, natürlich bin ich das. Es ist nur... Ich hatte wohl erwartet, dass Auserwählte eines solchen Ausmaßes mehr wären als zwei simple, unentwickelte Feuer-Pokémon. Wie sie reagierten im Angesicht von Omegon? Darkrai, wir sind uns sicher, dass die beiden die Auserwählten sind, richtig? Es ist nicht möglich, dass wir uns geirrt haben. Was sagst du da? Natürlich sind wir das. Und selbst wenn dem nicht so wäre, die beiden müssen dann unsere Helden werden. Sie sind aufgebrochen, sie sind unsere Kämpfer. An ihnen hängt alles, was wir kennen. Und genau da liegt das Problem. Ich möchte ja auch glauben, aber... An diesen zwei Pokémon hängt alles. Alles. Sie stammen aus meinem Weltenbaum. Ich wünsche ihnen das Beste, aber... Sie haben keine Eigenschaften, die du nicht auch hast, Darkrai. Oder andere, die für uns kämpften. Sie haben nichts an sich, was nicht schon einmal gescheitert ist. Es ist wirklich nicht, dass ich pessimistisch sein will, aber... Bisher geben sie keinen Grund für Hoffnung. Wenn ihr immer noch an Hoffnung glaubt, ist das allein euer Schaden. Ein riesiger Drache rang seinen Körper um das gesamte Zentrum des Treffpunktes. Darkrai ließ sich jedoch nicht beängstigen. Alles, was er zeigte, war Genervtheit. Omegon, warum tauchst du überhaupt hier auf, wenn wir uns versammeln? Ich will sicher gehen, dass ihr nichts hinter meinem Rücken plant. Du weißt doch sogar, dass wir etwas planen und du weißt auch, was es ist. Dir ist es nur scheinbar scheißegal. Verübelst du es mir? Ich habe eure letzte Hoffnung schon getroffen. So verzweifelt seid ihr. Ich hätte nichts machen können. Eure Hoffnung ist schon lange verendet. Das Imperium Omega wird eintreten.
Ich höre eher zu, weil es mir schwerfällt zu glauben, dass das euer letzter Zug ist. Sind die beiden nur eine Ablenkung von einem anderen Plan? Aber irgendwo hast du ja auch recht. Es ist egal, ob sie das sind. Meine Wurzelwelt ist verriegelt. Ihr werdet sie nie erreichen. Aber keine Sorge. Obwohl ich es nicht müsste, habe ich auch noch eine Kleinigkeit für eure tollen Helden vorbereitet. Du hast was? Die beiden Brüder waren Omegons Krieger schon begegnet. Hatten eine eigenartige Begegnung mit einem seltsamen Wesen hinter sich. Doch die Drahtzieher des Ganzen erfuhren erst hier und heute, dass überhaupt eine Offensive des Feindes erfolgt war. Ihr glaubt selber nicht einmal an die zwei. Ihr haltet sie für so schwach, dass sie selbst ohne meinen Eingriff scheitern würden. Entweder ist das schon beinahe traurig, oder ihr habt noch einen anderen Plan. Aber egal wie es ist, mein Krieger wird sich um eure Auserwählten kümmern. Und ich behalte euch im Auge. Eine Antwort wartete der Herr des Sternlichtes nicht ab. Stattdessen schwand er sofort wieder in jenem seltsamen Portal, welches Darkrai vorhin noch betrachtet hatte. Jemand von euch muss Lunala rufen. Ich muss in ihren Weltenbaum. Wenn Omegon jemanden geschickt hat. Wir haben schon vor langem beschlossen, dass du erst später auf den Plan treten würdest. Du darfst nicht riskieren, in einen Kampf zu geraten. Ohne dich kann der Plan nicht funktionieren. Und du weißt das. Aber wir können doch nicht einfach nichts tun. Ihr habt Omegon gehört. Er hat einen Krieger losgeschickt, vermutlich auch noch ausgestattet mit Sternlicht. Unser ganzer Plan scheitert genauso, wenn die beiden den Weltenbaum der Schatten nicht erreichen. Zwar hast du damit recht, und doch, ich war mir unsicher, wie stark die beiden sind. Dann müssen sie sich so wohl beweisen. Sie müssen ohne uns klarkommen. Aber warum? Ich kann sie doch ab jetzt begleiten. Nein! Denn dann erkennt Omegon, wie ernst die Lage uns ist. Er glaubt, dass wir etwas verheimlichen. Und Flamme und Sol eine Ablenkung wären. Wenn du jetzt eingreifst, könnte unsere letzte Chance schwinden, wenn er das Schlupfloch entdeckt. Er muss den Glauben behalten, welchem er gerade folgt. Also dann, du führst uns zum Canyon? Wenn ich es hinkriege. Meisterin Vulnona hat mir vieles beigebracht, aber weit gereist bin ich nie. Ich kenne den Weg von Karten und Erzählungen. Ich hoffe, ich finde ihn auch im echten Leben. Du bist noch nie dort gewesen. Ich dachte, du sollst die Welt kennenlernen. Das ist doch, was ein Weiser tut. Wozu machst du denn das alles, wenn du dafür nur am Eisberg feststeckst? Wofür haben wir unsere Kriegerausbildung gemacht, Sol? Es war nie geplant, dass wir auf Reise gehen. Normalerweise reisen unsere Krieger nicht. Schon gar nicht so weit wie wir. Habe ich behauptet, dass es bei uns Sinn macht? Irgendwie wäre ich auch ohne das hier aufgebrochen. Wie kann man denn überhaupt voranschreiten? Wissen, dass es so vieles da draußen gibt, das man nie sehen wird. Wie soll man wissen, ob das eigene Glück wirklich zu Hause liegt, wenn man den Rest nie kennenlernt? Nicht jedes Pokémon kann zu Hause so unglücklich sein wie du. Ich wusste von vornherein, dass ich Krieger werden will, weil es meine Bestimmung ist. Also warum den Ort verlassen, zu dem ich gehöre? Willst du damit sagen, ich gehöre nicht in unser Dorf? Ich will reisen und die Welt sehen, damit ich am Ende als neues Mond zurückkehren kann. Mich selber gefunden. Aber wozu? Flamme hat recht. Es gab für mich nie einen Grund, vom Eisberg abzureisen. Außerdem ist es nicht sonderlich erwünscht für Weise. Jetzt muss ich reisen. Es ist meine Pflicht gegenüber Vulnona. Aber sobald das hier liegt, das kehre ich zurück. Keine Sorge, wir werden dich schon nicht vermissen. Ich weiß. Also, wollt ihr weiter streiten? Oder dann langsam aufbrechen? Wir müssen nach Südost. Für wie lange? Das hängt von eurem Tempo ab. Also los. Eine genauere Antwort würde nicht mehr folgen. Und das wussten auch die beiden Brüder, als der Marsch begann.
Dieses Mal war es deutlich einfacher für die Feuer-Pokémon mit ihrem Reiseführer mitzuhalten. Da dieser sich offensichtlich außerhalb von Fels und Schnee nicht heimisch genug für größere Eile spürte oder seine Energie einteilen wollte. Und dieser Xatu-Kerl, zu dem wir jetzt reisen, du meinst, er könnte irgendwie die Vergangenheit und Zukunft sehen, aber wie? Was ergibt das für einen Sinn? Wie gibt es dieses Pokémon, aber der Eisberg braucht Weise, die nicht übernatürlich sind? Widerspricht sich das nicht irgendwo? Ich meine, ja, wenn man den ganzen Scheiß glaubt. Was einer der Gründe ist, weshalb ich das nicht tue. Von allem, was ich weiß, und das sind hauptsächlich die Worte der Meisterin, ist der Kerl einfach nur extrem seltsam. Aber ich meine, haben wir andere Anlaufpunkte? Vielleicht kann er ja beweisen, dass doch irgendwas hinter seinem Gerede steckt. Aber von dem, was ich eher denke, er sieht nicht mal die Gegenwart richtig. Was aber auch schwer ist, wenn man den ganzen Tag blöd in die Sonne starrt. Klingt nach einem tollen Anlaufpunkt. Aber es gibt doch genug Mann, die einen glauben, oder? Vielleicht zeigt das ja zumindest einen Kern Wahrheit auf. Vielleicht. Vielleicht zeigt das aber auch einen Scheißdreck auf und die Mon glauben, was sie wollen. So wie immer. Angeblich soll er einst den antiken Helden geholfen haben, die Zerstörung der Welt zu verhindern. Aber ich glaube nicht daran, dass es nicht entweder völlig erlogen ist oder einfach Glück war. Sind das nicht etwas viele Vorurteile? Vor allem für jemanden wie dich. Du bist doch der Erste, der sich auf jede Art von Vorurteil stürzt und das alles für unmoralisch erklärt. Dein Leben besteht seit einer Woche nur daraus, Fehler an mir zu finden und mich zu kritisieren, oder? Außerdem halte ich den Glauben daran, dass irgendein Mon einfach hell sehen kann, nicht für ein verwerfliches Vorurteil, sondern für gesunde Skepsis. Wenn ich das nur nicht glauben würde, weil er ein Xatu ist, das wäre genau die Art Vorurteil, die ich am meisten hasse. Aber glücklicherweise ist das nicht der Fall. Also, wenn du das auf eine Stufe setzen willst, ja, tu, was du nicht lassen kannst. Also willst du damit aussagen, dass du daran glaubst, dass ein Pokémon so etwas könnte? Ausschließen tue ich es nicht. Möglich ist vieles. Hast du geglaubt, ein Auserwählter zu sein, Flamme? Nein. Eben, es ist vieles möglich. Außerdem könnten wir doch auch woanders hingehen, wenn ihr ohnehin nicht glaubt, dass Xatu uns irgendwie helfen kann. Ich sage nicht, dass er nicht helfen kann. Aber er kann uns nicht durch übernatürliche Kräfte helfen. Was ich eher hoffe, ist, dass Volnona vielleicht sogar zum Canyon gereist ist, weil sich dort eben ein alter Freund befindet. Und wer weiß darüber Bescheid? Dass Volnona mit ihm befreundet ist? Weil wenn das kein großes Geheimnis ist, dann ist ja zu erwarten, dass Omegons Krieger auch dort ist. Das ist nicht unmöglich, ja. Wenn wir Pech haben, dann treffen wir ihn schon wieder. Auch wenn ich mich das schon frage. Er behauptet, niemandem etwas antun zu wollen. Aber wenn er merkt, dass wir nicht aufgeben, vielleicht sieht er es dann als nötig an zu kämpfen. Gegen uns. Oder Meisterin Volnona. Mal ganz frei herausgefragt. Volnona will ich doch eh zum Weisen ausbilden. Warum weißt du dann eigentlich nicht, wo Lunala ist? Weißt du, wovon du da redest? Das Wissen über den Kern der Welt. Du kennst die Bedeutung dessen, oder? In unserer Welt kennt jeder diesen Ort. Es hat bisher noch nicht geschadet. Dann ist Terros ein Narr. Er wird seinen Kern gesichert haben. Doch ein einziges Mann mit schlechtem Willen und großem Intellekt wäre das Ende von dutzenden Welten. In diesem Weltenbaum erfahren nur die Erwählten vom Heim des Kerns. Und dies sind die Weisen des Eisbergs. Die voll Ausgebildeten. Der Standort Lunalas ist das Letzte, was ich zu lernen habe als Weiser. Denn erst wenn ich mich wahrlich einen solchen nennen kann, habe ich das Recht, über Wissen zu verfügen, welches in falschen Händen zu schier endlosem Tod führen könnte. Und jetzt könnte dein Nichtwissen zu schier endlosem Tod führen. Ist doch falsch, wie man's macht. Dann beschwer dich nicht drüber, wenn du das selber merkst. Außerdem, was ändert deine ganze Kritik? Lass uns endlich die Meisterin finden, dann könnt ihr zu Lunala reisen.
und mich wieder in Ruhe lassen. Wenn du mich loswerden willst, Soldan, wäre es für dich am besten, endlich mal zu kooperieren. Wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Dass diese Worte vor Ironie nur strotzten, war ein offenes Geheimnis. Und doch blieb Flamme etwas enttäuscht zurück. Müsst ihr neuer Begleiter wirklich schon so bald wieder gehen?